Hallo, heute möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die neue SAP Self-Service Composition Environment, kurz SAP SSCE, geben. SAP SSCE ist Bestandteil vom SAP MAI aus der neuen Manufacturing Suite 15 und dient der verbesserten Visualisierung zum Beispiel von Reports oder anderen Boards. Eine der wichtigsten Neuerungen ist, dass der Anwender im gewissen Umfang seine Inhalte und Darstellungen selber anpassen kann. Dies möchten wir Ihnen kurz demonstrieren. Wenn wir uns also in die SSCE-Umgebung im MAI einloggen, haben wir dort verschiedene Möglichkeiten, also ein Dashboard zu erstellen. Hier sehen Sie mal ein Beispiel Dashboard von einem Hallenüberblick mit entsprechenden zwei Maschinen und einem manuellen Montageplatz. Und Sie sehen hier die entsprechenden Kennzahlen der Maschinen, die entsprechend abgedatet werden. Sie sehen hier unten links den Auftragsstatus, den Erfüllungsgrad der jeweiligen Aufträge und Sie sehen den Status der Maschinen. Alles grün läuft und sollte hier ein entsprechender Fehler oder Stillstand auftreten, würden Sie hier mit einem roten Signal darüber informiert. Und dann steht auch der Stillstand hier in dieser Liste. Das wäre so ein klassisches Übersichts-Dashboard, was Sie entsprechend in Ihrer Werkhalle aufstellen können. Wenn Sie sich nun vorstellen, Sie möchten einfach an dieser Darstellungsform etwas ändern, dann können Sie hier entsprechend reingehen in die Bearbeitungssicht und sagen, ich möchte dieses Dashboard einfach bearbeiten. Und nun möchten Sie zum Beispiel einfach die Darstellungsform ändern. Ihnen gefällt die Darstellung dieser Balkendiagramme nicht. Dann kann man hier reingehen und sagen, ich möchte keine Horizontal Bar, sondern nehmen wir jetzt einfach mal einen Kuchen, um das Ganze zu visualisieren. Auch wenn die Darstellungsform jetzt vielleicht nicht hier in diesem Fall nicht sinnvoller ist, aber in anderen Daten könnte sie ja ebenso sinnvoll sein. Das heißt, es ist relativ einfach, mit einem Klick hier die Darstellungsform zu ändern. Wenn Sie jetzt noch möchten, Sie möchten den Inhalt ändern, und zwar nicht den aktuellen Stillstand, sondern die letzten Stillstandsgründe darstellen, dann ist auch das kein Problem. Einfach hierher ziehen und Sie sehen dann alle möglichen Stillstände mit den Stillstandsgründen. Als tabellarische Form ist das Ganze vielleicht dann nicht mehr so übersichtlich. Das heißt, eine grafische Aufbereitung wäre hier vielleicht sinnvoller. Auch das ist überhaupt kein Problem. Einfach reinziehen und Sie haben dann hier eine hierarchische aufgelistete Anzahl an Stillstandsgründen. Und schon sieht das ganze Dashboard etwas anders aus und jeder Werker kann das zum Beispiel für seine Sicht und seine Daten gerne selber anpassen. Weitere Beispiele möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Zum Beispiel hier die Darstellung einer Maschinenübersicht, eine Anlagenübersicht. Das heißt, hier haben Sie eine Skizze Ihrer Anlage und die Daten werden hier, die Parameter wie Temperaturen, Drehgeschwindigkeiten oder was Sie auch vielleicht für wichtige Daten haben, werden hier sehr einfach dargestellt. Ein weiteres Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte, ist ein klassisches Reporting. Hier können Sie sich vorstellen, dass Sie gewisse Gründe dann nach Pareto auflisten lassen. Hier haben wir mal beispielhaft die Gründe für die Verspätung der Mitarbeiter dargestellt. Und auch das lässt sich dann einfach hier durch entsprechendes Anklicken auch optisch anders darstellen und aufbereiten. Mehr davon gerne im Netz unter t-h.de/sap-ssc. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.